ganz herzlich willkommen zur 9. Folge von Made by Manu. Die heutige Folge wird anders sein als die letzten Folgen. Das liegt daran, dass bei mir die letzten Wochen einiges anders wurde. Sowohl im ganz direkten privaten Umfeld als auch auf meiner Reverie-Handarbeitsinsel. Ich nenne es jetzt mal so. Das anders sieht so aus, dass ich nicht mehr Mitglied in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bin und zusammen mit Fanny, Kaschne und Jenny eine neue Gruppe gegründet habe, die Flimmerkiste heißt. Dort könnt ihr mich jetzt auch und mich und meinen Podcast jetzt finden. Viele von euch haben sicher mitbekommen, dass es in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe Streit gab. Und ich möchte gar nicht mehr weiter ausführen, warum es bei dem Streit ging. Es gibt dazu eine Video-Sonderfolge von der Angie, von Angies Wollplaudereien und auch eine Audio-Sonderfolge von der Eva vom Volvo-War-Podcast. Und da könnt ihr reinhören, wenn euch das interessiert. Oder ihr könnt es auch selber noch nachlesen. In der Podcasting auf Deutsch-Gruppe gibt es den Thread Tour de Vlies-Verlosung. Der wurde geschlossen, aber da steht noch einiges drin und da könnt ihr euch dann selber ein Bild machen. Ich möchte dazu nur noch anmerken, dass ich das Ende der Tour de Vlies, wie es jetzt war, sehr traurig finde. Wir Captains haben uns viel Mühe gemacht, sowohl mit der Vorbereitung als auch mit den täglichen Einstimmungen auf die Etappen der Vorbereitung und Durchführung der Verlosung. Wir haben uns 3 Wochen lang durch 6300 Posts gelesen und es ist einfach schade, wie dieses tolle Event jetzt geendet hat. Und ich möchte an dieser Stelle Moni und Fanny als Co-Kapitäninnen ganz herzlich Danke sagen. Und wenn wir jetzt schon beim Danke sind, dann möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen für eure lieben Worte, eure persönlichen Nachrichten, eure Aufmunterung und Unterstützung, die lieben Tröste-Päckchen, die mich erreicht haben. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was es mir und uns bedeutet. Vielen Dank. Ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle an Kaschne und Jenny, die einmal durch ganz und einmal durch halb Deutschland gefahren sind, nur um hier zu sein und mich zu unterstützen. Danke ihr beiden. Ja, und wie kriege ich jetzt die Kurve zum Podcast? Ich habe am Anfang bereits gesagt, dass die heutige Folge anders ist und das anders sieht so aus, dass ich keine Strickprojekte zeigen werde und nicht über Stricken und Spinnen reden werde. Und ich werde jetzt gar nicht mehr reden, sondern ich möchte heute meine ganz persönliche Tour de Vlies 2016 Revue passieren lassen und lade euch dazu gerne ein. Wenn ihr das nicht sehen möchtet, dann könnt ihr ausschalten und wir sehen uns dann bei Folge 10 wieder, die dann nächstes Mal wieder in gewohnter Art und Weise stattfindet. Und allen, die jetzt noch weiter zuschauen, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!